Jawohl, nimm ihn auseinander, komm. Ach du Schande. So geht man mit richtig großen Typen um. Sieht ein bisschen aus wie Mr. T. Bunker an der Klippe. Keine fiese Wichter, die da vorne warten, das kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen. Ist ja fast eine Premiere, dass man hier irgendwo rausgerannt kommt. Und keine Hyopies da sind, die einem was wollen. Okay. Hier habe ich noch ein Lager. Hier nochmal sowas. Einmal ins Lager habe ich noch einmal die Punkte. Nö. 184 davon. Okay. Dann werde ich wohl darüber müssen. Klar. Gibt's hier noch einen Weg nach unten? Das finde ich sehr komisch. Warum gibt's da einen Weg nach unten? Naja. Warum um Himmels Willen reißt keines dieser Rohre ab? Das ist doch auch nicht normal mit Tomb Raider-Verhältnisse. So viel Glück kann eine Lara gar nicht haben. Ein Abfackelding. Jo. Also ganz zu Beginn des Spiels habe ich sowas mal gesehen. Danach lange nicht mehr. Jetzt aufmachen? Wahrscheinlich nicht. Kann ich auch sowieso nicht. Gut. Damit kann ich scheinbar auch nichts machen mit der alten Kanone hier. Nö. Dann gehen wir nochmal hier lang. Das müsste reichen. Okay. Gut, versuch's jetzt! Das ist Zeitverschwendung. Wie viele Generatoren sind das? Aber wir haben letzte Woche den Anfahren aufgeschafft. Brauchen wir ein scheiß Stadionflutlicht? Sei lieber ruhig, Bruder. So redet man nicht. Ruhig halten, wir ziehen ihn raus. Was geht da oben im Palast los? Gibt's ein Problem, dann wissen wir Bescheid. Okay, kann ich mich jetzt auf die andere Seite hier quälen? Halt den Mund! Hilfe schnell! Ey, wie haben die mich jetzt gesehen? Die Schweinemöps, das gibt's ja wohl gar nicht. Kaputt? Immer noch nicht. Jetzt alle kaputt? Ne, da hört man noch welche. So. Oh Gott. Ja, warte mal kurz. Ich deck mich mal ein bisschen ein. Na, komm her. Komm. Komm, komm, komm. Platsch. Ja, dann holen wir uns nochmal ein paar. Guck mal hier. Dann holen wir uns das hier.
Ja, irgendwie richtig mit Bewaffnung habe ich es nicht mehr. Nur jemand Schönes, was ich gebrauchen kann. Hätte man den ganzen Boden wegsprengen können, so wie es aussieht. Wo muss ich denn lang? Okay, das kann ich auch nicht machen. Aber das kann ich lesen. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Immer diese Amis. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Ei, ei. Nun gut, was haben wir hier? Noch ein bisschen Gewaffel. So. Nein! Ja, ich bin tot. Die müssten doch jetzt davon ausdenken, dass sie mich gekillt haben. Alter, von wo kommt das denn? Alter, ey, wo kommst du denn auf einmal her, du Schweinemöpp? Das ist ja unglaublich, wo kommt der denn auf einmal her? So, hier, du noch. Zack. Alter Verwalter. Was ist denn für eine Aktion jetzt gerade? Haben die jetzt gerade geschrieben? Da drüben! Sie ist im ersten Stock! Ich versuche sie zu umgehen! Okay, ich rücke vor! War's schon. Nun gut. Nun gut wird heute einer meiner Standardsprüche hier. Okay. Die hat schon wieder ihre Waffen genommen. Das heißt, hier rennt schon wieder. Da rennt schon wieder einer rum. Da. Da oben. Oh Gott. Nein! Nicht ganz nach unten. Das ist doch voll zum Kotzen. Jetzt kann ich mir den ganzen Weg lang rennen. Was für eine Scheiße. Ja, kommt mir mal entgegen. Dann kann ich schon mal wieder ein paar von euch abballern auf dem Weg. Eine Kacke, ey. Was ist denn los? Die war eben noch da. Da wollte ich sein. Du musst hier doch rumrennen. Vielleicht bin ich nicht mehr da. Was ist
Tja, mir bleibt wohl nichts anderes rüber, als einfach wieder hier rüber. So, verreckt. Schweine. Ich hoffe, das war's mit den Pennern. Erstmal hier ein Zeug holen. Das will ich nicht. Dann will ich wieder rüber. Eigentlich bin ich gesprungen. So. Okay. Alex, in was für ein Mist bist du denn da wieder reingeraten? Da unten hin. Sehe, muss ich hier nach unten und dann kann ich das Lager, aber ich kann das da irgendwie kaputt machen. Nicht damit, aber damit. Klimakräfte? Ja, kriege ich nicht hin. Dann lesen wir doch erstmal. Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis. Eine Sonnenkönigin. Tja, hättet ihr mal Lara von Anfang an geglaubt. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben, es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber. Aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau, sie kann auch echt heftig austeilen. Ja. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Verloren gehen ist eine sehr gute Idee. Ich würde sagen, damit gewinnst du Preise. Da noch irgendwas hinter. Ja. Okay, also geht's hier wieder weiter. Nein, ah! Da wäre doch bestimmt noch irgendwas unten gewesen. Na egal. Okay. Gehen wir noch auf die Endurance und das war's dann. Dort holen wir dann Alex, der wahrscheinlich natürlich in irgendeiner Gefahr stecken wird. Wie ist der überhaupt da hingekommen? Der hat doch noch nicht mal die Fähigkeiten von... Ach, guck mal, da rennt schon einer rum. Da haben wir schon irgendeinen Zissemann. Na, schön. Jawohl, nimm ihn auseinander, komm! Ach du Schande! So geht man mit richtig großen Typen um. Sieht ein bisschen aus wie Mr. T.
Was ist denn da Feines? So ein bisschen eine Seilwinde. Was kann ich mit der machen? Seilumwickelte schwere Objekte heranziehen. Alles klar. Das werde ich jetzt gleich mal testen. Aber... okay, das ist voll. Wie machen wir das hier? Und jetzt? Ah. Okay. So läuft das. Das ist ja cool. Das Objekt ist auch jetzt nicht mehr da. Es hat hier nur ein Loch reingestoßen und sich dann in Luft aufgelöst. So wie es sich für ein gutes, schweres, umwickeltes Objekt gehört. Diese offene Seitentüren, da springt, glaube ich, ja. Okay, ich dachte, da springt jetzt einer raus. Und das zwickt mich an meinem Controller. Willen sollen die sein. Wir sehen niemanden in diesem Spiel ähnlich. Also zumindest nicht ihr. Es ist so viel passiert. Ist hier noch irgendwas, was man aussammeln kann? Vielleicht im Bett. Da unten schießt einer auf mich. Da wirft einer mit Gemüppe. Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Das war's wohl. Schweinehund. So, hier. Dafür nehme ich dir dein letztes Hab und Gut. Du Drecksau. Warum sollte ich jetzt wieder nach oben? Das macht keinen Sinn. Okay, also hier lang. Nein, okay. Was ist denn dort hin? Alex, bist du hier drin? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Unterwasser-Stromsachen, die ich vorhin in dem einen geheimen Tempel schon üben konnte, hier gleich noch zur Geltung kommen werden. Falsch gemacht. Scheinbar habe ich gar nicht ganz so was richtig gemacht. Also ziehe ich das jetzt wieder zurück. Wenn ich das richtig verstehe. Nee, verstehe ich nicht richtig. Das war blöd. Da komme ich auch nicht da dran. Ja, was denn nun? Achso, ich habe den ersten Sprung falsch gemacht. Ich muss jetzt da dran. Müssen wir es hier runterziehen. Okay. Ja, ich hole dich gleich raus. Brauchst nicht rumholen. So, jetzt hier hoch. Und jetzt nach rechts. Richtig? Nein. Okay.
Okay. Das war immer noch nicht ganz richtig. Ja, ist ja gut. Ich wollte nicht an der Strom. Hoppet. Habe ich da an das Kabel gemusst gerade? Hm. Also doch nochmal das hier. So, ja, ja, okay. Ich habe mich aufgepasst. Ich war gerade am Überlegen. Also das ziehen wir jetzt wieder hier hin. Jetzt noch mal gegen das Rohr springen. Okay, alles klar. Jetzt ziehen wir es hier rüber. Ja, jetzt springe ich dagegen. Jetzt springe ich nochmal dagegen. Gut. Das war doch völlig simpel. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe jetzt. Ich dachte, ich würde der Star in meinem eigenen Verlängerungsfeld. Okay, geschafft. Alex! Ja, ja. Okay. Gleich haben wir dich. Jetzt den Weg freiräumen. Jetzt räume ich den Weg frei. So, komm. Schieß rüber. Ladatsch. Achso, jetzt muss ich es wieder in die andere Richtung ziehen. Da haben wir ihn doch. Oh, Alex. Du hast das Werkzeug. Wow, ich hab dich beeindruckt. Dann mal raus. Ah, oh Gott. Oh, tut mir leid. Ja. Tut mir leid. Gut. Tja, Harry Potter. Das war's wohl mit der Tanzkarriere. Kein Ausweg. Ach, schön. Ah. Cool. Was machst du denn? Okay, du das hat er ganz gut drauf gehabt. Ich komm hier nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Ganz ehrlich, wie will sie auch mit ihm da rauskommen? Das ist unmöglich. Er ist verletzt. Der Weg, den die beiden dahin gegangen sind, der war schon nicht machbar. Die anderen ziehen auf uns. Jetzt. Noch ein kleines Küsschen. Aber nur auf die Wange. Alex! Das war's wohl mit Alex. Oh Gott. Jetzt bricht hier wieder alles zusammen und alles explodiert. Dicke Nummer. Okay. Achso, ja klar, ich muss das ja gar nicht mehr so. Bitte benutzen kann jetzt so schnell drauf switchen. Dieser Megaseilbinde und verbrenne mir überhaupt nicht die Beine an der Hose. So super.
Schön, dass so solche Sachen möglich sind. Gott. Hier vielleicht runter? Ey, halt dich doch fest, du dumme Sumpfkuh! Warum hält sie sich manchmal fest, wenn man über Abgründe springt und manchmal nicht? Ist hier noch was Cooles wenigstens dahinter? Ist das da? Gerade nicht beachtet. Egal, ist alles voll. Okay, springe ich jetzt einfach hier dran, machen wir's. Ja, jetzt kann ich mit der Seilwinde das da runterpopeln. Mit der Seilwinde. Ja, dann gehen wir unten lang. Vorher gehe ich nochmal ins Lager. Ich habe nämlich einen neuen Fähigkeitenpunkt. So, das haben wir 100%, 50, 56. Was gibt's denn hier noch so Feines? Ja, mit der Schrotflinte aus kurzer Distanz macht doch am meisten Sinn und sieht wahrscheinlich am geilsten aus. Ja gut, den Zoom brauche ich jetzt nicht unbedingt dafür. Gab es hier noch irgendwas? Nein, tatsächlich nicht. Bogen? Ja komm, nehmen wir mal die geflochtene Sehne. Jetzt wird da auch schon mal alles, was es bis jetzt so gibt. Kann ich noch mit der Knarre irgendwas machen, was ich noch nicht habe? Salvenmodus. Och, ein altes Tagebuch. Wie überraschend. Witzige ist, dass sie das so sagt, als ob es das erste alte Tagebuch wäre, was sie dort auf der kompletten Insel sieht. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. Mhm. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Antike Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. Das wäre ein kunstvoller Sprung. Geprägt im Jahr Meiji 6. Als
Eine Seite ist abgenutzt, als hätte jemand häufig daran gerieben. Vielleicht die Glücksmünze eines Soldaten.